Hallo und herzlich willkommen zurück auf dem Kanal. Ich hoffe, ihr habt einen tollen Tag. Wie ihr seht, ich bin plötzlich viel heller als sonst. Das liegt daran, dass die Deckenlampe, die hier, da, die man in den letzten Videos öfters mal gesehen hat, plötzlich wieder funktioniert. Ich weiß gar nicht warum. Wahrscheinlich ist die Sicherung irgendwo im Haus rausgeflogen. Ich hatte der Vermieterin Bescheid gesagt und plötzlich funktioniert sie wieder. Wenn das doch immer so einfach wäre. Im letzten Video haben wir damit aufgehört, oder habe ich damit aufgehört, dass die Buchse vom Achsschenkel ausgedrückt wurde und das Ganze hier sauber gemacht wurde, beziehungsweise da auch die Buchse entfernt wurde. Und natürlich ist das wieder ein weiterer Schritt zum Achse revidieren. Da werde ich auch jetzt erstmal weitermachen. Also ich weiß nicht, ob ich heute die Bremsscheibe schon abbekomme, denn wie einige ja wissen, gibt es ja immer diese wunderbaren Hilfsschrauben, also zum Justieren der Bremsscheibe, wobei ich die beim Civic total unnötig finde. Allerdings ist das meine persönliche Meinung. Die machen das Ganze natürlich ein bisschen schwer. Also ich weiß, wie man sie runterkriegt, ohne dass man sie ausbauen muss. Und ich hoffe, dass ich das jetzt auch so einfach hinbekomme. Ansonsten mache ich trotzdem weiter mit dem Achsschenkel. Ich werde mal schauen, was sich da noch tun lässt. Ja, da würde ich sagen, bis gleich. Ja, und es geht weiter dann entsprechend mit der Bremsscheibe. Jetzt doch entgegen meiner eigentlichen Erwartung. Und zwar hatte ich ja gerade von diesen Fixierungsschrauben gesprochen. Das ist einmal die. Moment, ich mache mal das andere Licht noch an. Jawohl. Einmal die hier und einmal die hier oben. Und normalerweise sitzen die extrem fest. Also ich hatte das bei dem Bremsscheibenwechsel vorne beim EJ9, da musste ich eine ausbohren. Wenn ihr die nicht lose bekommt, also einmal mit Rostlöser oder mit WD-40 einsprühen, auch ruhig gucken, dass ihr irgendwie hier hinter da irgendwie reinkommt, ein bisschen was sprühen könnt. Ansonsten empfehle ich euch, einfach einen Schraubendreher zu nehmen, ja, der irgendwie ein Metallende hat. Und dann einmal mit Gewalt ein bisschen draufklopfen. Weil meistens hilft das durch die Erschütterung im Metall, ja, dass sich das Ganze leichter lösen lässt. Genau das habe ich gerade einmal ohne Kamera versucht. Und siehe da, meine 1,5 Zoll Knarre greift plötzlich mit dem Bit. Und jetzt werde ich die ganz entspannt ausbauen. Übrigens, falls ihr euch immer fragt, ne, was mache ich denn eigentlich, wenn ich ausbaue und euch die Timelapse gebe, das ist ganz einfach, ich höre Musik. So, ich suche mir jetzt einmal meine Handschuhe, mache Musik an und dann gib ihm. Da bin ich auch schon wieder. Und was jetzt passieren soll, ist Folgendes. Und zwar soll dieses Ankerblech runter. Dazu sind hier 1, 2, 3 und 4 Schrauben. Also hier vorne 2 und auf der Rückseite einmal 2. Hier die beiden, also hier einmal da und da vorne einmal eine Schraube. Und die werde ich jetzt versuchen abzubekommen, um das Konterblech hier, also dieses Ankerblech hier abzukriegen. So, die Schrauben habe ich ja gerade gelöst. Wie ihr seht, geht nichts ab, weil das war wieder einer meiner Denkfehler, und zwar muss das hier auch alles ab. Das Ganze ist hinten mehrfach verschraubt. Wir haben einmal hier die große Mutter und dann haben wir hier nochmal kleinere Schrauben drin. Das sind, Moment, ja, da haben wir nochmal hier so Sechskantschrauben drin und die müssen auch noch gelöst werden. Und damit mache ich jetzt weiter. Ja, also das Ganze wird jetzt quasi in Zeitraffer abgebaut und dann bin ich gleich wieder da.
Ja, und leider hat sich auch mein Verdacht bestätigt, und zwar die Sechskantschrauben, die ich vorhin angesprochen hatte, die ja hier drin sitzen, haben das Problem, die wollten sich jetzt nicht lösen lassen und entsprechend sind zwei leider rund gedreht, weil natürlich dadurch, dass ich Kraft ausgeübt habe, das Ganze wieder rausgesprungen ist und leider ein bisschen Material abgetragen hat. Ärgert mich natürlich, ich werde die allerdings auch nicht ausbauen, weil das Radlager selber noch funktioniert. Heißt also, es macht keinen Sinn, das jetzt unnötig auszutauschen und gegebenenfalls neues Gewinde einzuschneiden. Das heißt, wir machen die große Mutter wieder dran und auch vorne das Ankerblech, anders geht's nicht. Und ja, da muss halt alles drumherum schön werden, ja, und dann müssen wir leider damit leben. Ansonsten werde ich das Ganze einmal vorne auf jeden Fall abkleben und zumindest von vorne ein bisschen schön machen. Ja, ist natürlich jetzt ärgerlich, aber manchmal ist es so. Wie gesagt, die kommt wieder drauf. Wichtig wie immer beim Schraubenmontieren oder egal, beim Muttermontieren, Kupferpaste, ja. Die allseits beliebte Kupferpaste, immer sehr, sehr wichtig. Viel hilft viel in diesem Fall, ja. Warum benutze ich Kupferpaste? Das hat den Vorteil, dass wenn ich die jetzt festschraube und ich die irgendwann mal wieder lösen möchte, die sich einfacher lösen lässt. Natürlich jetzt für mich die ersten Teile sauber machen, also wie jetzt zum Beispiel die Abdeckung für den ABS-Sensor und die dann einmal schön machen. Ja, das heißt, für euch gibt es eine kleine Timelapse, denke ich mal, und ich packe jetzt erstmal den großen Trümmer hier vom Tisch und fange dann gleich damit an, das Ganze sauber zu machen. Was mir allerdings jetzt noch eingefallen ist, und zwar da ich ja die ganze Achse neu mache, heißt es natürlich auch, dass wir alle Lager neu machen, beziehungsweise alle Buchsen neu machen. Und da sind mir die kleinen nochmal untergekommen und auch da habe ich natürlich geguckt, ob man da entsprechende Buchsen für findet. Ja gut, bei denen ist es jetzt natürlich relativ irrelevant, ne? Das Ding ist krumm und schief. Allerdings werde ich natürlich gucken, dass ich das Ganze beim EJ9 nochmal ja, ohne Probleme ausgebaut bekomme. Und dann wird das Ganze auch neu gelagert, ja, das heißt, die werden wieder ausgepresst, wie ihr das ja schon von den Querlenkern kennt, und es kommen neue rein. Warum ich das Ganze mache, ist ganz einfach, und zwar noch neu, ja, aber ja, meistens relativ teuer, und ein Set Buchsen ist natürlich von Hardrace jetzt nicht ganz so teuer und entsprechend kommen die neu. Auch das wird neu gelagert, das ist der Sturzversteller in dem Fall, ja, das wird auch neu gelagert mit Hardrace Buchsen. Ja, der hat den Ausbau übrigens besser überlebt, ja, also der ist noch Taco. Und entsprechend wird das auf jeden Fall neu gemacht. Ich weiß nicht, ob es notwendig wäre, weil die Buchsen sehen mir an sich noch in Ordnung aus. Allerdings mache ich es lieber mal zur Vorsorge, zumal ich auch das Werkzeug da habe. Und insgesamt kostet das nicht so viel mehr, sage ich mal. Das müsst ihr jetzt nicht unbedingt machen, ja, also auch diese ganzen Ausbauschritte müsst ihr nicht unbedingt machen, wenn ihr sagt, okay, mir ist egal, wie der Achsschenkel aussieht, ich möchte eigentlich nur, naja, gegebenenfalls den Bremssattel runter vielleicht mal neu machen. Für mich ist es halt wichtig, einmal alles neu zu machen, ganz einfach, damit es nicht nur schön aussieht, sondern dass ich auch weiß, in welchem Zustand das Ganze ist. Und ja, deswegen wird das quasi einmal alles neu gemacht. Aber naja, manchmal kommen auch solche Sachen bei raus, ne? Kannst du nichts machen. Ja, deswegen fange ich jetzt an, die ersten Teile sauber zu machen. Ja, also man sieht das hier sehr schön, dass quasi so ein bisschen Farbe abgetragen ist.
Mehr muss es auch gar nicht unbedingt sein, weil so hält die Farbe, die drauf kommt, schon besser als wenn jetzt gar nichts gemacht wäre. Ja, also so ist zumindest ein bisschen Haftgrund da, sage ich mal. Auch die anderen Teile werden dann nochmal entsprechend vorbereitet. Ich denke, ich werde dann auch den Drahtbürstenaufsatz für die Bohrmaschine nutzen, also für den Bohrer nutzen. Und ja, dann wird das Ganze auch ein bisschen schneller gehen und ich denke, das Resultat wird hinterher sehr, sehr schick. Ja, ich denke aber, ich werde euch dieses ganze Lackieren nicht zeigen. Also ich weiß nicht, ich glaube, das macht keinen Sinn. Vielleicht so einzelne Schritte, wie ich das Ganze noch vorbereite. Ich muss mich mal anders hinstellen. Ich denke, ich werde euch das Ganze nicht zeigen, also wie ich das Ganze lackiere, sondern vielleicht nur noch so ein paar Vorbereitungsschritte, die ich da treffe. Und dann, wenn die Buchsen reinkommen, wie gesagt, jetzt kriegt der Achsen-Swap ABS-Sensor, die hat er vorher nicht gehabt. Und Scheiben und Belege müssen dann auch irgendwann bestellt werden. Aber das Ganze wird jetzt nach und nach fertig gemacht. Danke fürs Zuschauen und ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ja, wie gesagt, ich würde mich immer über Support freuen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.